Jazz, Musik der Dicken. Auszüge aus einem Artikel von Maxim Gorki. Jazz ist die Musik der Dicken. Plötzlich beginnen in die zerbrechliche Ruhe hinein irgendwelche idiotischen Hämmerchen anzuklopfen. 1, 2, 10, 20 Schläge. Und darauf, wahrlich wie ein Stück Dreck ins klare Wasser, fällt ein wilder Schrei, ein Pfeifen, Kreischen, Heulen, Brüllen, Krachen und menschliche Stimmen brechen hervor. Die unmenschlichen Stimmen, die an ein wieherndes Pferd erinnern, die an das, wie das Grunzen eines Kupferschweins klingen oder der Schrei eines Esels, das verliebte Gequake eines Riesenfrosches und dieses beleidigende Chaos toll wütender Klänge gehorcht einem Rhythmus, einem kaum hörbaren. Und nachdem man dieses Gekreische 1, 2 Minuten gehört hat, beginnt man sich unwillentlich vorzustellen, dass hier ein verrückt gewordenes Orchester spielt. Ein Orchester, die Mitglieder, sie verloren ihren Verstand aus sexuellen Gründen. Und sie werden von einem Mannhengst dirigiert, ein Mannhengst, der mit einem riesigen Phallus winkt. Dieses Radio beunruhigt, nein, beruhigt die Welt der dicken Menschen, natürlich. Die Welt der Raubtiere, es sendet ihnen durch die Luft den neuen Foxtrott, gespielt von einem Orchester der Neger. Diese Musik für Fette. Unter ihrem Rhythmus bewegen in allen großen Kaschemmen der zivilisierten Länder dicke Menschen zynisch ihre Hüften, dreckig, den Akt der Befruchtung von Mann und Frau simulierend. Jazz. Musik für die Dicken.